Ja, wollen wir mal langsam in die Statistiken reingehen? Also Leute, wer die Umfrage noch nicht ausgefüllt hat, für den ist jetzt zu spät. Also 1200 Leute haben freiwillig auf Discord geantwortet. Also, was ist, sagt die Altersverteilung auf unserem Discord-Server? Insgesamt, das Publikum ist relativ jung. Mich würde es mal interessieren, wie das gegenüber euren anderen Statistiken sind. Ihr bekommt ja welche auch von YouTube und Twitch wahrscheinlich zum Alter. Mhm. Wie sehr sich das so deckt. Wie man hier schön sieht, das Discord ist jung. Irgendwo zwischen 20, 25, Studentenalter, gerade in der Ausbildung oder gerade so raus. Ich suche dir gerade mal hier die Analytics auf unserem YouTube-Kanal raus. So sieht unsere Audience auf Finanzfluss aus. Also so wirklich ein Bauch bei den 25- bis 34-Jährigen. Da sieht man ja schon mal einen schönen Unterschied. Zum Beispiel, dass der Discord erstmal tendenziell noch mal wieder ein Tacken jünger ist. Deutlich Stück jünger. Also hier auch zum Beispiel unter 18-Jährige 0,8%. Gut, bei YouTube musst du halt ein bisschen lügen, ne? Um halt alle Videos sehen zu können. Von daher ist das unter 18-Jährige hier sehr wahrscheinlich nicht repräsentativ. Was ich interessant finde, 87% Männer, 12% Frauen auf dem Discord. Ja. Da sind die Frauen quasi nicht vorhanden, ja. Das stimmt, also das ist bei 5,8%. Insgesamt 5,8? Ja, okay, also 5,84% also Frauen. Nicht mal zweistellig. Sehr gut, also hier haben wir die Verteilung der Einkommen. Was hier ganz interessant ist, natürlich so unter 15.000 ist halt der größte Teil. Das liegt aber auch daran, wenn man sich die Beschäftigung mal anguckt. Also hier haben wir das, also so ist die Verteilung, was die Abschlüsse angeht, genau. Und da sieht man halt, okay, Abitur. Gut, aber das sind keine Leute, die noch Abitur machen, keinen Abschluss. Eigentlich hätte es kein Abschluss sein müssen, ne? Also die Schüler sind, weil wir haben ja auch einen relativ hohen Teil, der angegeben hat, dass es Schüler ist, aber... Ich glaube, gerade wenn du die Altersverteilung und alles, wenn das zusammennimmst, kommst du einfach zum Schluss, dass man relativ viele Studenten hier hat. Ja, stimmt. Und das erklärt dann hier vielleicht so ein bisschen die Einkommensaufteilung. Das ist der größte Teil. Unter 15.000 Euro im Jahr verdient. Genau. Und dann verteilt sich das hier mit so einem größeren Bauch wieder zwischen... über 30.000 und bis zu, sagen wir mal, bis zu 60.000, ne? Und dann nach hinten hin wird's dünner. Mach mal Platz 13 auf, bitte. Da haben wir nämlich mal das Ganze ohne Schüler, Studenten und Arbeitslose. Ah ja, okay, interessant. Du kannst mal die 4 aufmachen. Das ist vielleicht nochmal ganz schön zu sehen. Alter auf der X-Achse, auf der Y-Achse, auf der X-Achse hast du das Einkommen. Und die Farbe ist halt die Anzahl. Sprich, wie liest man das? Eine Person, die 20.000 plus verdient und älter als 50 ist. Genau. Genau, das heißt, du hast hier so ein schönes Mittelfeld. Es steigt also ganz quasi so ein kleinen Strich von unten. Also so eine Regression ziehen quasi fast. Genau. Die Verteilung vom Nettovermögen ist Plot 11. Also hier haben wir das Nettovermögen. Da hast du eine schöne Normalverteilung. Also der große Bauch ist hier 10.000 Euro oder mehr, aber weniger als 25.000 Euro, 277 Leute. Gut, die Abstände sind jetzt nicht absolut gleich. Also du hast hier mehr als 1 Euro, okay, aber weniger als, also dann mehr als 1.000 Euro, mehr als 5.000 Euro. Ich denke, die sehen so ein bisschen gleich auf, aber dann hast du hier von 5 auf 10 nochmal verdoppelt. Das kann man sehr wahrscheinlich ein bisschen feiner abstufen und dann hättest du die Normalverteilung vielleicht noch ein bisschen schöner. Ja. Also die Leute, die über 100.000 haben, sind 77, 20 über 250.000, 20 über 500.000, 3 über 1 Million, keiner über 2 Millionen und 7 über 3 Millionen. Also 7 über 3 Millionen, das wäre mal so die Frage, ob das trollbereinigt ist, 100%, vielleicht nicht ganz 100%. Ist voll cool, mit so großen Datensätzen zu arbeiten, ich liebe es. Hier auch interessante Aufteilung, wie viele Leute in welcher Alterskategorie in welche Assetklassen investieren. Ah ja, okay. Die sonstigen sind jetzt mal genullt. Da müsstest du mal einen anderen Plot für aufmachen, damit man die sonstigen sieht. Da haben nämlich viele Leute viele lustige Sachen eingetragen. Da kannst du ja mal unten ein paar Sachen vorlesen, da sind ein paar sehr lustige Assets dabei. Oldtimer, Lego ist ja noch alles okay. Pop-Champ, was auch immer. CSGO-Skins finde ich interessant. Was für ein Ding? CSGO-Skins? Also, kenn ich nicht. So ein Game. Skins. Ah ja, okay. Sparbuch. Counter-Strike. Wohnriester, okay. Deutsche Mark, gebraucht wegen. Deutsche Mark ist hier noch was wert, ja? Als Sammelobjekt. Also, was haben wir noch? Aktien, ETFs, P2P, da gucken wir gleich mal richtig rein. Eigene Firma. Mining Rigs. Das ist Meko auf unserem Server. Bar in einem Tresor. Achso, Barreserven. Ich dachte eine Bar. Uhren. Bitcoin to the Moon. Alles klar. Hier haben wir die Verteilung von den Antworten, die man anticken konnte und sonstiges halt quasi rausgenommen. Also ETFs ziemlich viele und Aktien auch ziemlich viel. Wobei ETFs bei den plus 20 und plus 25-Jährigen auch ganz stark vertreten. Interessant. Ich finde die Kryptolinie interessant.
wenn man sich mal Kryptowährung anguckt. Eher jünger, ne? Ja, aber das ist trotzdem auch noch oben rausstreut. Tagesgeld ist auch ganz solide vertreten, ne? Okay, das sind die Branchen, in denen gearbeitet wird. Das ist natürlich klar. Genau, da konnte ja jeder sein eigenes eintragen. Mhm. Und ich glaube, IT gewinnt. Das hatte ich auch so beim Durchscrollen festgestellt. Mhm. Ich glaube, meine Favorite-Antwort bisher war der Ort, wo Lehrer Schüler quälen. Not bad, not bad. Das fand ich auch lustig als Frage, dass ihr sowas gefragt habt, warum. Das war tatsächlich der Grund, warum ich auf die Idee kam mit der Umfrage, weil mich interessiert hat, ob hier die ganzen Leute nur einen Job haben oder ob es hier genug Leute gibt, die sich noch nebenbei was verdienen. Starke Minderheit, ne? Ein Job die meisten, kein Job zweite und dann kommt erst zweit oder mehr als zwei Jobs. Jetzt haben wir hier noch, ach so, genau, guck mal, da ist doch das Ding. Arbeitnehmer, selbstständig, Studenten, Schüler, genau. Die Schüler hast du bei vielen Dingen rausgenommen, ne? Je nachdem, wenn sie Antworten gegeben hat, sind sie drin geblieben, aber es ist meist halt irgendwie vorne drin. Nur der eine Plot war tatsächlich bereinigt, sag ich mal, von Schülern, Studenten und Arbeitslosen. Aber der Punkt ist, dass halt die Schüler und Studenten immer zusammenfallen, oft irgendwie vorne in die Plots rein. Und die Arbeitnehmer verteilen sich so schön über das komplette Spektrum. Ja, logisch. Das ist Einkommen nach Abschluss. Okay. Ja, Promotion haben wir kaum. Also die Promotion kannst du eigentlich keine Aussage treffen. Du hast ein paar vorne, aber auch ein paar hinten. Aber dann genau, Master scheint sich zu rentieren. Auf jeden Fall wird es nach hinten hin leicht heller. Bachelor auch. Man kann trotzdem, sag ich mal, versuchen, so eine Gerade zu ziehen, irgendwie von mittlerer Reife wird dann so aus gehen. Hoch. Wo wohnst du momentan? Das ist auch interesting. Miete, mietfrei, Familie, Eltern und so weiter, das sind die ganzen Schüler und Eigentum. Also die Eigentumsquote ist ziemlich gering, ne? Okay, keine große Eigentümerquote hier. Aber nee, gut, die haben das halt hat mich gewundert tatsächlich. Ja, gut, man könnte sagen, die haben halt nicht so viel zu investieren und dann dann interessieren diese Investitionskanäle nicht, ne? Das ist, glaube ich, sind die Leute verschuldet. Ah, ja, okay, interessant. 10%, 11% gerundet haben Schulden. Da haben wir auch gefragt, in welchem Zeitraum sie vorhaben, diese Schulden wieder abzubauen. Mich hat es gewundert, dass 5 bis 10 da relativ krass vertreten ist, weil du okay, 10 bis 25 aufwärts hast die Immobilien, aber was hast du bei 5 bis 10? Ja, so Ratenkredite, ne? So sowas wie, keine Ahnung, Auto oder sowas in diese Richtung. Ja, okay, aber das ist doch normalerweise auch immer 3 bis 5. Die 100k S-Klasse zahlt sich nicht in 5 Jahren, schreibt einer. Krass, das 100k eine S-Klasse, krass. Das fand ich ein bisschen erschreckend, dass die Leute keine Steuererklärung machen. Dass stimmt. Es so viele sind. Ja, stimmt. Also, warte mal, so grob mit den Augen geschätzt. Ein Dritter macht keine Steuererklärung. Gut, da musst du halt die abziehen, die keine, also die nichts davon haben, eine zu machen, sprich Studenten, Schüler. Also Studenten kann sich schon lohnen, um das halt aufzuschieben. Für Schüler jetzt nicht unbedingt. Genau, also dieser Drittel sind halt die Schüler. So, was haben wir denn hier? Bruttogehalt. Eigentümer. Ab wo ist das Eigentum überwiegend oder steigt prozentual? Okay, hier in der 60k-Kategorie ist es, also plus 60k ist es ein bisschen größer. Ich finde interessant, dass das Eigentum sich so durchzieht komplett. Das ist, also es scheint konstant tatsächlich relativ unabhängig vom Einkommen zu sein, aber das Mietfreie nicht. Gut, bleibst halt so lange bei Mama wohnen, bis du anfängst, attraktive Gehälter zu verdienen. Aber gut, ich meine, selbst bei plus 30k und Co., da kann man ja eigentlich ausziehen. Ich denke so, irgendwo hast du halt eventuell auch Haus der Eltern, wo du einfach drin wohnst. Also auch mal, wenn die Eltern Immobilien haben. Ah, ja, stimmt. Das habe ich auch im Freundeskreis. Mami und Papi haben mal eine Wohnung spendiert zum Studium und genau, dann wohnst du da ja auch mietfrei. Stimmt, ich habe jetzt gedacht, bei den Eltern wohnen, aber es kann ja auch sein, dass die Eltern dir einfach was Gutes haben zukommen lassen. Aus dem Weg, Geringverdiener, schreibt Alex. Deine Eltern haben dir keine Wohnung geschenkt? Etwas cringe, Brudi. Oh, 1300 sind es jetzt geworden. Es haben noch 1323, das haben also nochmal Leute nachgelegt hier. Ah, das sind die Nebenjobs. Ah, okay, die hat schon gar nicht gesehen. Sozialpädagoge als Hobby, geil. Eigene Firma, Model. Nicht schlecht, guter Nebenjob. Wie viel verdienst du in deinem Nebenjob? Okay, da wolltest du keine Kategorien, sondern frei. Genau, da ging es mal so, wie viel kriegen die Leute eigentlich? 50%, 3000, okay. Solider Nebenjob. Schweizer Franken, neben 8000 bis 12.000 pro Monat. Schweizer Franken, Hauptjob 19 bis 21. Aus dem Weg, Geringverdiener. Das war Essen. Ich investiere in Essen. Ah ne, wo legst du dein Geld an? In Essen, okay. Bei wie vielen Brokern bist du Kunde? Das ist auch noch interessant. Die meisten bei einem, aber sehr, sehr dicht gefolgt. Kleines Delta von 20.
haben zwei Broker. Okay, krass, interessant. Also ein Drittel ein Broker, ein Drittel zwei Broker und das restliche Drittel, also ein bisschen mehr als ein Drittel jeweils. Wir haben aber auch nicht diese Unterschieden zwischen Krypto und Normalem. Es kann gut sein, dass die Leute quasi, dass viele die zwei angetickert haben, einen für Aktien, einen für Krypto haben. Ja, wobei ich denke, unter Broker verstehen die Leute meistens, also nicht unbedingt Kryptobörsen. Ich weiß nicht, ob die Leute so, also ich hätte jetzt spontan nicht dran gedacht. Viele Singles. Geht das mit der geringen Frauenquote einher? Und IT, die Nerds unter sich. Okay, der war böse, sorry. Ich bin da raus, ich habe eine Freundin, von daher. You made it, du hast alles erreicht. Das sowieso. Also, das sind die Kanäle, auf denen die Personen aktiv sind, nach Alter. Okay, das hier sind die Älteren, lass mich raten. Warte mal. Genau, also die Y-Achse ist das Durchschnittsalter in dem Channel. Die X-Achse ist der Channel. Mal, was ich nicht verstehe, ist, warum maximal 30? Weil dann das Durchschnittsalter nirgendwo drüber ist. Also das ist okay, ja immer... Krass. Also so viele junge Leute unterwegs, dass wir das quasi alles runterziehen. Ja, aber die Leute haben keinen Channel angegeben, die über 30 sind. Naja, okay. Beziehungsweise ich habe, glaube ich, eine Bubble rausgestrichen, das war die keine Bubble. Weil es gab nicht halt an wirklich mal keine und dann hast du nämlich nichts anderes mehr gesehen, also wenn du die mit einem landest. Keller, also High-Risk-Bets. Die Bubble-Größe gibt die Anzahl von Leuten wieder. Ach so, okay. Das heißt, der Keller ist der zweitgrößte Channel. ETF ist am aktivsten. Im Discord. Keller ist zweitgrößte, dann hast du Finanzmemes, klar, Standard. Crypto-Talk und General. Wie aktiv bist du auf dem Discord-Server? Wenige Tage im Monat und ein bis zwei Tage pro Woche. Jeden Tag. Die 11,2%. Die 151 Hardcore-Fans. Was gefällt dir sehr gut am Finanzos Discord-Server? Memes, Community, der Austausch, die Memes. Alles. Was gefällt dir besonders gut? Alles. Die Ränge sind sehr gut gemacht. Dankeschön. Die Ränge sind ein absoluter, Schnellschuss. Anne hat gesagt, wir brauchen irgendwelche Ränge und ich habe einfach nur in die Tastatur reingehauen. Keine Ahnung, Tagesgeldhopper, Aktionär, Bankazubi, whatever, Großaktionär. Und seitdem sind sie in Blei gegossen. Schön. Aber wir brauchen bald neue. Also es gibt schon was. Großaktionäre. Am Ende steht der Finanzzenit, der Finanzgott. Nein, am Ende steht einfach Thomas. Nein, das wäre ein bisschen... Das ist der Thomas. Nein, aber ich wäre eigentlich dafür, dass wir dann den von Finanzfluss Adelstitel vergeben. Ah, das wäre cool, ja. Von Finanzfluss. Das wäre ziemlich nice, ja. Finanzgott und dann von Finanzfluss. Ja, sehr cool. Auf jeden Fall interessant. Ja. Übrigens hier an den Chat, wir haben die Eingangskriterien in den Discord ein bisschen straffer gezogen, weil wir jede Menge Botwellen hatten. Das heißt, lasst euch nicht abschrecken. Ihr müsst ein Capture machen. Könnt die ersten 5 Minuten, glaube ich, nicht schreiben und so weiter. Aber lasst euch nicht entmutigen. Sobald ihr es geschafft habt durch die Torturen, lohnt sich's. Oder, Ghost? Ja, lohnt sich. Ja, ziemlich. Eigentlich egal, in welchem Channel man... sich bewegt oder welcher Religion man anhört, angehörig ist, was Finanzen angeht, das lohnt sich. Ich hoffe, dir hat dieses Überflussvideo gefallen. Wenn du weitere Clips und Videos sehen möchtest, dann schau doch mal hier oder hier. Und wenn du die Highlights aus unseren wöchentlichen Twitch-Streams nicht verpassen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall Überfluss abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.